Hey Guys, willkommen zurück bei Pokémon Schwarz 2. Ich habe nun einen Cheatcode gefunden für den Challenge Mode, der im Deutschen Hürdenlauf oder so ähnlich heißt. Normalerweise kann man das Spiel, wenn man es einmal durchgespielt hat, in Pokémon Schwarz 2 noch einmal durchspielen und dann ist es schwerer, nämlich hier im Hürdenmodus. Und in Pokémon Weiß 2 hat man den Hilfsmodus, der sozusagen unnötig ist. Da ist nochmal alles einfacher. Ja, mit diesem Cheatcode aktiviere ich den Hürdenmodus jetzt sofort fürs Let's Play. Damit sind die Level, die Attacken und teilweise auch das Team der Arenaleiter und Champs in der Pokémon-Liga stärker. Ob es sich auch auf die Trainer und wilden Pokémon auswirkt, weiß ich noch nicht. Werden wir aber dann feststellen, wenn die alle übelst hoch gelevelt sind. So, auf geht's mit unserem Challenge Let's Play. Ich habe mir auch endlich konkrete Gedanken übers Team gemacht und auch diesbezüglich werde ich Dinge tun, die ich so noch nie getan habe. Wir werden mehr als sechs Team-Pokémon nutzen, wovon aber immer wieder welche ausrangiert werden, sodass wir am Ende sechs Feste haben. Aber die Teammitglieder, die ich gerne haben möchte, die kommen einfach viel zu spät vor und daher müssen wir vorher ja, ein paar andere Noobs trainieren. Aber nun kommt schon Caleb und will kämpfen, oder? Oh, sehr gut, du bist zum Trainieren hergekommen. Also gut, dann lass doch mal sehen, wie stark du geworden bist. Komm schon. Eigentlich wollten wir mir bloß die Karte übergeben, aber der will sofort battlen. Im ersten Part haben wir ihn ja richtig weggeknallt. Wie sieht's diesmal aus? Level 9. Ich glaube, wir sind nur auf 8, weil wir durchgerusht sind. Floink interessiert mich ja einen feuchten Dreck. Blut können wir auch nicht auf ihn anwenden. Das ist nicht sehr effektiv. Machen wir es so wie beim ersten Mal. Rutenschlag. Ach scheiße, ich bin aber nicht ganz geheilt gewesen. Ich bin im Nachteil. Nein. Aber sehr gut, der macht keinen Rutenschlag. Und bei mir reicht einmal aus, um seine Verteidigung so stark zu senken, dass ich ihn mit zwei Treffern besiegen kann. Sehr nice. Schnüffler erlernt, aber who cares? Level 9 und Level 10 gleichzeitig erreicht, auch nicht schlecht. Gar nicht übel. Du machst dir Gedanken darüber, wie du die Kräfte deines Pokémon-Teams am besten einsetzt. Ich denke, ich kann mich auf dich als Unterstützung verlassen. Übrigens, warum bist du hier? Hm? Eine Karte? Domina hat die Karte überreicht. Meine Schwester, dabei ist sie die Jüngere. Dir auch vielen Dank. Du warst mir schon sehr nützlich. Hab mich schon gefragt, was das für ein Lärm ist. Ein Pokémon-Kampf also. Ach ja, es ist schön, so jung zu sein. Wer bist du? Wer ich bin? Ich bin der Besitzer dieses Hofs und das hier ist meine liebe Frau. Nach einem Pokémon-Kampf sollte man seine Pokémon heilen. Hier, der ist für dich. Ja, ein Trank. Und hier ist auch einer für dich. Wenn das nächste Pokémon Center weit weg ist, ist es gut, ein paar Tränke dabei zu haben. Übrigens, ihr habt nicht zufällig hier in der Nähe mein anderes Terrybark gesehen? Ich weiß nicht, wo es hingegangen sein könnte. Normalerweise sind diese beiden immer zusammen. So was ist noch nie vorgekommen. Ich mache mir ein bisschen Sorgen. Was soll das heißen? Machst du dir auch wirklich Sorgen? Dein Pokémon könnte für immer verschwunden sein, kapiert? Wie auch immer, ich werde es suchen. Domina, du hilfst mir dabei. Wieso ist er denn so wütend? Ich bin sicher, er spielt nur irgendwo auf dem Hof. Genau. Hör mal, wenn deine Pokémon verletzt sind, dann sag Bescheid. Ich werde sie heilen. Ja, deswegen war das auch total unnötig, dass sie mir den Trank gibt, weil ihr seht, sie funktioniert genauso wie ein Pokémon Center. Deinen Pokémon geht es prima. Ja, das ist wunderschön. Ja, schon auf diesem Hof werden wir uns ein vorher. Na, was soll der schon wieder? Derrybark, wo ist das nur hin? Okay. Schon auf diesem Hof werden wir uns ein Pokémon fangen, das unserem Team beitritt, aber nicht fest dazugehört, sondern nur vorübergehend uns begleiten wird. Und das wird tatsächlich der Hund sein. Er wird allerdings auch wahrscheinlich eine lange Zeit dabei sein, deswegen können wir ihn eigentlich auch schon fast als festes Teammitglied
erachten. Noch früher oder später wird er halt dann ersetzt. Ich kann euch schon erzählen, dass ich 5 Team-Pokémon schon im Kopf habe und beim 6. noch ein bisschen Rätsel. Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Aber Floink macht sich jetzt als Starter gar nicht mal schlecht. Ihr seht, ich habe ihn gar nicht trainiert und so. Und es funktioniert alles wunderbar. Und auch gegen dieses Pflanzen-Pokémon ist er natürlich im Vorteil. Aber Stravickel könnte wahrscheinlich jeder besiegen. Vielleicht ist kein Sonnkern und kein Carpador, aber naja, sonst jeder. Also ein Trainerkampf. Schön die Voltilam hier, oder? Wie sie rumspielen. Das hat mir schon beim Y2 Let's Play gefallen. Ich finde diese Farm hier echt wunderschön. Auch die Blumen sind toll. Grafisch haben sie sich wirklich verbessert. Von Schwarz 1 auf Schwarz 2, finde ich. Was mache ich eigentlich? Ich muss hier nach oben. Ich muss hier nach oben und ich habe den Pokéball vergessen. Dum, dum, dum. Ihr könnt hier übrigens auch ein Enton fangen. Das kann man dann als VM-Sklaven benutzen, wenn es zu einem Entoron wurde. Als Teammitglied eignet es sich eventuell, aber ist jetzt nicht das Beste. Wenn ihr... Ja, wollte ich gerade ansprechen. Wenn ihr ein gutes Teammitglied wollt, dann fangt Riolo, das wird später zu Lucario. Aber wenn ihr mal in die Videobeschreibung schaut, dann seht ihr, dass ich da sowieso immer die Links zu den jeweiligen Routen und Orten verlinke und ihr da ganz genau sehen könnt, auf welche Trainer ihr trefft, welche wilden Pokémon ihr findet und welche Items ihr finden könnt. Also, das ist zwar nicht alles 100% richtig auf PokeWiki, weil es sind PokeWiki-Links, aber zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit könnt ihr euch auf diese Informationen verlassen. Terrybug! Ob es noch weitergelaufen ist? Auf geht's! Ja, sicher. Also, ich habe es hier jedenfalls nicht gefunden. Dieser Hof ist jetzt riesig! Ja, und das ist geil. Passt auf, jetzt kommt eine geile Sau. Der ist der Hammer, der Typ. Oh, neues Gesicht. Lass mal gleich kämpfen. Das ist ein Trainer und der schaut einfach mal sowas von schier aus. Vor allem, was putzt der denn hier? Das ist Gras, was will der hier putzen? Also ich glaube ja, die machen hier irgendwelche Drogengeschäfte, weil der Typ ist so deplatziert. Das stinkt doch nach irgendwas Kriminellem. Ja, Yorklef, das will ich auch fangen, aber bis jetzt habe ich es noch nicht im Gras gefunden. Tackle Attack! Gut. Also noch sind Glut und Tackle relativ gleich stark offenbar. Aber mit der Zeit wird sich Glut abheben, weil es eine Feuerattacke ist und Floink ist ein Feuer-Pokémon und ja, da gibt es einen Step-Bonus drauf. Same Attack Bonus, glaube ich, heißt es. Genau, Same Attack Bonus. Oder Same Ass-Type Bonus. 50%. Stärke 40 hat Glut, also wäre es dann 60. Da fällt mir ein, ich habe hier etwas Tolles für dich. Ein Paraheiler. Bei den Voltilams nicht schlecht. Benutze das, wenn dein Pokémon paralysiert ist. Pokémon verschwinden doch nicht einfach von allein. Im schlimmsten Fall ist was passiert. Krass. Komm schon, Yorklef, komm jetzt. Du brauchst auch ein bisschen Training. Oh, ich höre was. Hast du das gehört? Ich sehe hier nach. Du suchst dort drüben. Ja, wir sollten sowieso den Trainer besiegen. Naja, ich kann jetzt Yorklef ja auch offscreen trainieren. Das muss jetzt nicht in diesem Part geschehen. Sollte es sowieso nicht, weil das ziemlich langweilig für euch ist. Aber man kann auf jeden Fall hier schon gute Teammitglieder fangen. Stimmt, Voltilam gibt es auch noch, aber Voltilam ist nur für den Anfang gut. Später wird es immer schlechter oder es wird immer schwerer für ihn zu bestehen. Ich habe es in Y2 noch gespielt mit Elektroball. Hat mir auch sehr gut gefallen, aber es gibt dann bessere Optionen, wie zum Beispiel Zapplerang oder sowas. Aber auf jeden Fall die Pokémon, die man aus dieser Route mitnehmen kann, wären Enton, Riolu, Voltilam und der Hund. Riolu am stärksten von denen.
Auch wenn Lucario natürlich draufhauen muss. Wenn der mal auf die Fresse kriegt, dann ist es oft eng für ihn. Das hat man auch im Wild 2 gesehen, also... Der muss von seiner Schnelligkeit und seiner Power Gebrauch machen. Könnt ihr auch auf Spezialangriff oder auf Angriff setzen, weil die beiden Stats relativ gleich hoch sind. Hier geht's zurück. Das machen wir nicht. Hey, wer ist das denn? Das sieht aus nach einem Gangster. Ja, ein Dusselgur. Also davon ist auf jeden Fall abzuraten. Den sollte man nur fangen, wenn man Fliegen braucht. Stimmt, ich glaube, keins meiner geplanten Teammitglieder kann fliegen. Verflixt, das ist ein Fail. Und nervig. Mensch, kann das Yorklef mal kommen? Na also, jetzt. Level 5. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich es nicht umbringe. Aber mit einem Tackle wird er doch schon nicht sterben, oder? Bitte nicht. Das wäre jetzt so Fail. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Nein, nein. Ja. Im gelben Bereich, das ist doch super. Mit einem Pokéball sollte der definitiv drin bleiben. Statusveränderungen können wir noch nicht zufügen. Wir haben keine Paralyse, kein Schlaf, kein gar nichts. Wir können nur schwächen. Das reicht aber auch in den Anfangsrouten. Ihr seht. Ja, ich überlege gerade wegen dem Namen. Lucario hieß ja in White 2 Nero, so wie der Hund, von dem ich im letzten Part gesprochen habe. Aber dieses Viech ist ja eher hässlich in der dritten Entwicklungsstufe, deswegen nenne ich es Nero Fake. So. Lol. Und wer ist jetzt dieser Spinner hier? Schaut euch den mal an. Ja. Dieses Gejaul. Endlich haben wir dich gefunden. Ein Glück. Ich sag dem Besitzer Bescheid. Bleib du hier bei ihm. Mist, Mann. Du störst. Ich gehöre zu Team Plasma. Wir bringen selbst heulende Kinder zum Verstummen. Hast du schon von uns gehört? Nö. Im Ernst? Was für einem Kaff lebst du denn? Wir sind eine aufrechte Organisation, die vor 2 Jahren die Herrschaft über Einal übernehmen wollte, um alle Pokémon zu befreien. Wie dem auch sei, Dummköpfe wie du werden uns niemals verstehen. Aber davon mal abgesehen, ich bin diesem Terribark gefolgt und hab mich hier total verlaufen. Und dann findet mich ausgerechnet ein Kind? Das ist alles deine Schuld, nimm das! Aua, tut ja voll weh. Die M21 Frustration. Okay, ich werde diese Gelegenheit für einen Rückzug nutzen. Das war Team Plasma? Die sahen aber anders aus in Schwarz und Weiß 1, oder? Die sehen jetzt viel gefährlicher aus. Noch viel mehr nach Gangstern. Es geht ab. Ähneln aber auch ein bisschen wieder diesen Team Aqua-Leuten. Oh, Terry Park. Was ist denn nur passiert, dass du ganz allein bis hierher gelaufen bist? Jedenfalls bin ich euch beiden sehr dankbar für eure Hilfe. Kein Problem. Du bist ja ganz schön unbekümmert. Dein Pokémon hätte für immer verloren sein können. Pass gefälligst besser drauf auf. Boah, ey. Jetzt, wo ich verstehe, was die ganzen Leute sagen, finde ich Caleb total unsympathisch. Ihr auch? Hm. Was ist ihm denn zugestoßen, dass er sich so aufregt, wenn ein Pokémon verschwindet? Komm, Terry Park, die anderen warten auf uns. Lass uns nach Hause gehen. Ja gut, das hat natürlich auch einen Grund, dass er so drauf ist, ne? Aber ich werde natürlich nicht spoilern. Wie findet ihr eigentlich die Musik auf diesem Hof hier? Anfangs fand ich sie nervig, aber irgendwie hat sie auch Style, so. Die Aufgabe von Musik ist ja immer, den Spieler in eine andere Welt zu versetzen, in das, wo er sich gerade befindet. Und ich muss sagen, wenn ich diese Musik höre, dann fühle ich mich auch auf einer Farm. Daher hat man hier gute Arbeit geleistet. Vielen Dank. Das habe ich dir und deinem Pokémon-Team zu verdanken. Ihr seid echt toll. Kann es sein, dass Laura euch trainiert hat? Noch nicht. Du und dein Pokémon-Team habt unser Terribak gefunden, stimmt's? Ja, hast du ja gesehen. Vergesslich. Lol. Ja, alles gut. Team Plasma getroffen, komische Gestalt. Karte an Caleb übergeben und Terry Bark gerettet. Nun lasst uns zu Lauro zurückkehren. Wir haben alles getan,
was er von uns verlangt hat. Oh, wie es aussieht, konntest du deinem Freund die Karte überreichen. Ja. Du und dein Team, ihr wart nur eine Weile weg, dennoch seid ihr gewachsen. Alles klar, vergiss mir das Training. Ich will, dass es mir zur Hand geht, ne? Und von so einem soll man lernen? Naja, er ist immerhin der Champ. Ich finde es auch ein nettes Detail hier. Sieht aus wie so eine kleine Arena, oder? Und vergesst auf keinen Fall hier den Pokéball. X-Tempo. Und bevor man jetzt hier reingeht, kann man sich noch hier hinten dieses Areal anschauen. Das hier ist sehr sonderbar, da haben wir auch in White 2 nicht klären können, was hier vor sich geht. Ich bin mir allerdings relativ sicher, dass es sich hier um den Ort für das Keldeo-Event handelt. In den Felsen wurden drei tiefe Risse hineingekratzt. Ja, mal schauen, ob ich das irgendwie auslösen kann. Mit der Zeit bestimmt. Irgendwann kommen ja Cheatcodes dafür. Dann werde ich euch das auch vorführen können. Im Moment ist natürlich alles rar gesät. Ich bin sehr froh, dass ich den Challenge-Mode jetzt so früh schon aktivieren konnte. Das ist sehr, sehr glücklich. Ja, dann ab in die Pokémon-Trainerschule. Oh, Laura, mit diesem Trainer sollen wir trainieren? Echt jetzt? Der sieht aber ziemlich stark aus. Das stimmt. Dieser Trainer ist sehr stark, aber man kann auch aus Niederlagen viel lernen. Und die wichtigste Lektion ist, dass man bei Pokémon-Kämpfen vor allem Spaß haben muss, ne? Also, Domina, bitte tritt gegen die beiden an. Also, ich zeig dir jetzt, wie cool ich bin. Meine Pokémon auch. Die waren bei DSDS und sind voll weit gekommen. In die Top 10 sogar. Also, die Pokémon-Version von DSDS. Und wer ist in der Jury? Oh, da müsste man jetzt echt mal überlegen, wenn es eine Pokémon-Jury gäbe bei DSDS, dann müsste man einen nehmen, der immer alles schön redet. Einen, der ist ein Arschloch. Und eine emotionale. Als emotionales Pokémon würde ich vielleicht Milotic nehmen. Als Arschloch-Pokémon oder überhebliches Ego-Pokémon. Vielleicht Arceus. Und der Schönreder. Mamfaxo oder so. Das war echt ein großartiger Kampf. Ich schwöre, könnte beide stolz drauf sein, ne? So weiter im Text, ey. Jo! Aber erlaub mir zunächst mal, ein Team aufzufrischen, ey. Bei einem Pokémon-Kampf sind die Wechselwirkungen zwischen den Typen ein entscheidender Faktor. Das ist richtig, aber bis jetzt bin ich ja eh nur auf Normal-Pokémon gestoßen und Kampf habe ich jetzt am Anfang noch nicht da. Aber gut, das war jetzt ein Pflanzenaffe, jetzt kommt ein Wasseraffe und tatsächlich muss ich jetzt wechseln. Oder kann ich wechseln. Allerdings glaube ich kaum, dass der Nerufake gegen einen Level 10er Sodamak ankämpfen kann. Ich werde nach diesem Kampf auf jeden Fall, oder nach diesem Part, meinen Yawgleff auf das gleiche Level wie Floink bringen, oder nahezu auf das gleiche Level, sodass wir zwischen den beiden switchen können. Aber ich habe schon gesagt, nur ein Pokémon zu trainieren ist die falsche Entscheidung, der falsche Weg, eine Dummheit. Würde ich nicht tun. Nein, 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 nein. So, der Trottel setzt aber keine Wasserattacke ein, deswegen konnte er mir jetzt auch nicht wirklich viel KP abziehen, aber durch den Schlecker hat er mich zumindest paralysiert. Jetzt kann ich nicht mehr angreifen. Vielleicht kann er auch gar keine Wasserattacke, der Trottel. Zweimal schon an dich angegriffen, jetzt mach schon. Wir haben nicht ewig Zeit, Junge. Alter! Was soll denn das? Du musst doch nur einmal treffen, dann war's das. Damn, wie es der spannend gemacht hat, hey. Level 13. Ich dachte jetzt schon, Yawgleff muss es jetzt irgendwie hinbiegen, ey. Ja, Schnüffler weg, Einigler rein, das ist ein guter Tausch. Boah, es war mal ein wirklich erquickender Kampf. Was nutzt er denn für Worte? Erquickend. So viel zu Denglisch, Leute. Manche beleidigen mich ja immer, weil ich Denglisch nutze. Aber erquickend ist er jetzt auch nicht so deutsch, oder? Man konnte richtig sehen, wie viel Spaß alle beteiligten Pokémon dabei hatten.
Was sagst du, Mina? Die Typen der Pokémon sind ein wichtiger Faktor im Kampf, ne? Wasser ist stark gegen Feuer, Feuer ist stark gegen Pflanze und Pflanze ist stark gegen Wasser, ey. Aber die Wechselwirkungen der einzelnen Typen untereinander sind beim Kampf natürlich nicht alles, vergiss es nicht, ne? Aber jetzt kommt überhaupt erst das Tollste. Stimmt der Typ einer Attacke mit dem des Anwenders überein, erhöht sich dabei die Stärke des Angriffs. Dann wollen wir mal dein tapferes Pokémon-Team wieder aufpäppeln. Also das Mädchen hat euch gerade eigentlich Step erklärt. Nicht schlecht, dass das mal im Pokémon erwähnt wird. Das wurde es, glaube ich, bisher nie. Floink, du hast für deinen Trainer Dominales gegeben. Das ist ja gut. Schau mal. Gib mir einen Kuss. Super gemacht. Pokémon und Menschen zu treffen, die man sonst nie getroffen hätte, das ist Vorzüge einer Reise. Und Yorklef, du warst nutzlos. Hau ab. Ey, nicht so streng zu ihm. Der wird noch stark. Was sich wohl dort oben in den drei Bällen befindet, das müssen doch Pokémon sein. Wahrscheinlich voll die krassen Legis, ey. Ah, jetzt können wir auch endlich klären, wer der Typ ist. Ich weiß, wir kennen uns nicht, aber ich habe hier etwas für dich. Keine Widerrede, nimm einfach. Domina erhält Medaillenbox. Domina verstaut Item Medaillenbox in der Basis-Item-Tasche. Das ist eine Medaillenbox. Und ich bin Dr. Medaille. Hast du zufälligerweise schon einmal von der sogenannten Medaillenjagd gehört? Nein. Ach, und selbst wenn, ich erkläre dir trotzdem, was es damit auf sich hat. Bei der Medaillenjagd werden deine Fortschritte als Trainer vom Medaillenamt bewertet. Hier hast du gleich ein paar Medaillen sozusagen als Willkommengeschenk. Domina erhält die Medaille Erste Schritte. Und diese Tipp-Medaillen werden dir bei der Medaillenjagd eine große Hilfe sein. Domina erhält 6 Tipp-Medaillen. Noch eine Information am Rande. Wenn du die Voraussetzungen für eine Medaille erfüllt hast, kannst du dir diese bei mir im Pokémon Center abholen. Nimm zunächst am besten erstmal deine Medaillenbox zur Hand und schau, was sich so alles darin befindet. Ja, es sind also tatsächlich so eine Art Achievements. Nicht schlecht, sowas mal in Pokémon einzubauen, oder? Man hat bestimmte Vorgaben oder Ziele, die man erfüllen muss und dann bekommt man dafür eine Medaille. Finde ich gut. Nintendo hätte sowieso schon längst Achievements einführen sollen. Hoffentlich kommt es mit der Wii U. Mina, man hat mir mitgeteilt, dass der Leiter der neuen Pokémon-Arena von Aventura City endlich eingetroffen ist. Schau doch mal dort vorbei und überzeuge dich davon, wie stark du geworden bist. Krass, okay, dann werde ich jetzt Yorklef ein bisschen trainieren und dann haben wir im nächsten Part schon den ersten Arena-Kampf. Wer ist wohl der Arena-Leiter? Das wird die spannende Frage sein. Ich freue mich sehr über einen Daumen hoch für mich und das Spiel. Und dann sehen wir uns beim vierten Part von Pokémon Schwarz 2 bald wieder. Euer Geilkeit.